Im österreichischen Spitzenfußball rollt das runde Leder wieder. Die erste Runde des ÖFB-Cups ist vorüber und auch der Bundesliga-Auftakt naht in großen Schritten. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch auf die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele von Österreich im Herbst blicken und zu guter Letzt auch die Transferpolitik in diesem Sommer ein wenig begutachten. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf Krone TV zu Das Duell auf sportlicher Ebene. Und zur Premiere darf man zwei Großkaliber des österreichischen Fußballs präsentieren, Stefan Meyerhofer und Paul Schanner. Servus. Servus. Beginnen wir vielleicht mal mit dem hitzigsten Thema rund um diesen Bundesliga-Auftakt, der ÖFB-Cup, der gestartet ist. Du warst früher ein Grün-Weißer, du ein Violetter. Beginnen wir vielleicht mal bei dir, Stefan. Warum wird Rapid in der Saison besser sein als die Austria? Puh, warum Rapid besser sein wird? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Sonntag ein wenig von dem Cup-Spiel, was am Sportclubplatz ausgetragen wurde, gegen Donnerfeld, mitverfolgt. Erste Halbzeit war so, dass ich mir die zweite nicht mehr angeschaut habe. Von dem her, ich weiß nicht, was bei Rapid diesen Sommer passieren wird, aber ich weiß auch nicht, was bei der Austria passiert. Aber ob sie besser sein werden wie die Austria, ich weiß es nicht. Bringst du ein bisschen mehr Motivation und Selbstvertrauen mit für deine Violetten? Oder wird's ja, schon. Ich mein, man hat jetzt gesehen, da muss ich in Stefan jetzt da bestätigen, das war das Niveau von Rapid, ne, was gespielt haben am Wochenende. Überzeugt hast du mich nicht, deswegen kann genau. Ich sagen, aber Austria hat mich überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die haben da kurzen Prozess gemacht, haben 7 Titel geschossen und ja, ich glaube, hinten raus war das Ergebnis dann für die Grünen eh gut, aber vom spielerischen her, erste Halbzeit war es für mich, gegen einen Regionalligisten musst du trotzdem noch dominanter sein und das war streckenweise nicht der Fall. Deswegen, ja, ich glaube, sie wollen sich vielleicht noch verstärken, vielleicht den einen oder anderen Spieler holen, aber wenn dann alles wirklich auf dem Burgstaller aufgebaut ist und der ist ja auch schon 33, 34, das ist dann also ohne ihn sehe ich Lebensversicherung letztes Jahr. Muss man ganz ehrlich sagen, also der hat wirklich nur mal richtig reingehauen und ja, seine Führungsqualitäten am Platz gebracht. Mhm. Aber wenn das möglicherweise abgeht diese Saison, dann schaut es schlecht aus für Grün. Und ich sehe die Saison für die Austria dieses Jahr eher positiv, glaube ich. Mhm. Sie haben eine Aufwärtstendenz sozusagen und auch von der spielerischen Anlage her haben sie eine Entwicklung und haben sie jetzt dann trotzdem noch qualifiziert für die Conference League. Das war ja eigentlich nicht mehr am Plan, mehr oder weniger. Also ich bin positiv gestimmt. Bevor wir auf diesen Bundesliga-Auftakt zu sprechen kommen, Stefan, vielleicht auch noch ein Wörtchen zum ÖFB-Cup. Wenige Überraschungen hat es gegeben. Ein paar Bundesliga-Vereine haben vielleicht ein bisschen länger gebraucht, wie du es bei Rapid jetzt eben auch gesagt hast, dass diese Tore sehr spät gefallen sind. Aber sieht man ganz einfach, dass das Niveau zum richtigen Zeitpunkt bei den Bundesliga-Teams schon passt? Ich glaube, von den Profimannschaften sind bis auf zwei nicht mehr dabei. Horn hat in Leomdorf in der Verlängerung dann auch nochmal abgegeben. Ne? Zweite Mannschaft fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die Vereine schon auch mit dem Trainingslager und so, mit der Trainingsvorbereitung, Matchvorbereitung schon sehr weit und lechzen den Start jetzt entgegen. Ich glaube, die Temperaturen werden jetzt auch wieder kühler, weil bei den hitzigen Tagen war es, glaube ich, vom Fußballischen her dann auch nicht so viel zu erwarten. Aber die Mannschaften sind hoffentlich jetzt startklar, vor allem die Startplätze, was die internationalen Plätze angeht. Sturm Graz jetzt dann einfach, die wissen jetzt dann auch schon die Gegner, die Austria weiß die Gegner, Rapid weiß die Gegner, dass du dann einfach auch sagst, okay, da zählt es dann einfach. Wir wollen international spielen, wir wollen in die Gruppenphase und das ist auch das Wichtige für den österreichischen Fußball, dass sich hoffentlich alle Mannschaften oder so viel wie möglich qualifizieren. Auf internationaler Ebene wissen wir, dass Salzburg das Aushängeschild der letzten Jahre ist. Jetzt gab es auch vor kurzem wieder Interviews mit allen 12 Bundesliga-Trainern, die mehr oder weniger einstimmig wieder gesagt haben, es geht eigentlich nur über Salzburg. Bist du auch überzeugt davon oder kann Sturm oder der LASK oder vielleicht sogar Überraschungsmannschaft Salzburg mal übertrumpfen? Ja, ich glaube, das ist schon Standard, dass man immer die Favoritenrolle Salzburg zuschanzt, mehr oder weniger, dass man mal weniger selbst den Druck erleben muss. Im Endeffekt ja, ist auch eine Herangehensweise, ich weiß nicht, ob es immer richtig ist, sage jetzt einmal, immer den Favoriten in Red Bull zu sehen. Aber ja, Sturm, wenn man jetzt die letzte Saison hernimmt, waren doch, ich sage jetzt einmal, auf Tuchfühlung, beziehungsweise bis zum Schluss dabei. LASK hat das auch eine Tendenz, die haben ja auch alles umgekrempelt jetzt im Sommer. Mhm. Die wollen auch angreifen diese Saison scheinbar. Aber es lässt sich natürlich ein bisschen leichter arbeiten, wenn man den Favoriten sein lässt. Ne? Mhm. Jetzt haben wir auch ein Foto vorbereitet von jenem Mann, der vielleicht zum neuen Spielmacher werden könnte im Salzburger Aufgebot. Mats Bistrup, einer, der vom FC Brentford gekommen ist, ein Däne.
ähnliche Qualitäten mitbringt. Stefan, glaubst du, ist er der neue Heilsbringer, der neue Spielmacher der Bullen? Hoffentlich. Ich denke mal, sie werden ja vom Konzept einfach so überzeugt haben, weil wenn du von der Premier League nach Österreich gehst, natürlich, sie spielen Champions League und sie spielen einfach immer um Titel mit. Und wenn du als Spieler jung bist, hungrig bist, Einsatzminuten haben möchtest, dann ist das für ihn wahrscheinlich der richtige Schritt. Und Salzburg ist einfach in Österreich die Top-Adresse, aber mittlerweile auch in Europa eine sehr, sehr gute Adresse, wo einfach Spieler wissen, wenn sie dorthin gehen, dann können sie in ihrer Entwicklung noch einmal den nächsten Step machen. Und natürlich dann einfach auch Titel mitnehmen. Und das ist das Schöne bei dem Verein. Ja, und Brentford ist jetzt nicht unbedingt der Club, der am meisten zahlt in England, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir da die Balance Sheet angeschaut in den letzten Wochen. Und die haben, glaube ich, ein Viertel von den Wages ausgegeben, wie Manchester City zum Beispiel. Also zur jetzigen Zeit, wenn du noch spielen würdest, wäre es nicht attraktiv genug, um bei Brentford sein Zelt aufzuschlagen. Also ich habe nie wegen Geld gespielt. Kann man das bestätigen? Das Der Pauli war jahrelang in England, der weiß schon, was dort abgeht. Ja. Ich war eine kurze Zeit in England. Es ist natürlich, was immer alle so sagen, die Gehälter sind so gut. Wir sind leider 10 Jahre zu alt. Ich glaube, die Gehälter haben sich in den letzten Jahren noch mal vervielfacht. Da werden ja oft Summen ausgesprochen. Ne? Aber ich glaube, da kommt nachher noch ein eigenes Thema, wo die Summen momentan ganz verrückt sind. Ja. Von dem her, der englische Fußball hat einfach einen Reiz, wo viele Spieler sagen, das taugt mir, das war auch immer von mir ein Ziel, dieses Stadion, diese Kulisse, die Atmosphäre dort, dieser englische Fußball, dieses robuste, dieses auch körperlich betonte Spielen. Und von dem her war das für mich immer ein Traum, da zu spielen. Na, Wohlverheben ist ja wirklich so nach dir richtig in den Höhenflug gegangen. Ne? Bei mir sind ja die Vereine, die sind alle abgestiegen, ne? Nach mir. Also der Meierhof und der Schaner-Effekt. Ich glaube, der Investor, der nachher gekommen ist, den hätte ich auch gern noch erlebt. Ja. Aber Wolverhampton hat das natürlich richtig gut gemacht, die letzten Jahre auch. Ne? Du hast Wigan in den Ruin gezogen. Und West Brom. Ja, stimmt, West Brom auch noch, richtig. Ja, genau. Aber ich weiß auch von dir damals, da hast du gesagt, ihr habt natürlich den FA Cup-Titel geholt, aber die Liga, der Abstieg war in Di Matteo, Top-Trainer dann auch bei Belgien lang. Dem war das wurscht, ne? Nein, umgekehrt. Roberto Martinez. Di Matteo war Dings, war West Brom. West Brom. Okay. Martinez, genau, Martinez. Der ist dann gewechselt zu Everton. Ja. Und der hat gesagt, ja, ich habe den nächsten Step gemacht. Und aber einen Titel hat er geholt, ne? Genau. Immerhin. Bevor wir zu international werden, bleiben wir vielleicht nochmal in Österreich stehen. Du hast das Millionengeschäft schon erwähnt, das nach euch dann in England aufgekommen ist. Aber auch Sturm Graz, Paul, darf sich über mehrere Millionen freuen, weil Emmanuel Mega jetzt nach Frankreich in die Ligue 1 wechselt, nachdem er Heulund im vergangenen Sommer schon verkauft hat. Was machen die Grazer deiner Meinung nach richtig? Haben sie ein perfektes Scouting oder vielleicht auch ein glückliches Händchen? Nur einen großen Tresorraum, ne? Muss das Geld warten. Nein, also ich glaube, der Andi Schicker macht einen super tollen Job. Sie haben es jetzt auch schon den Namen gemacht, wo junge Dänen nach Österreich wechseln und den nächsten Schritt machen können. Ich glaube, ich sage jetzt einmal, im Schatten von Salzburg kann der eine oder andere auch die Gunst der Stunde nützen, um den einen oder anderen top-talentierten Spieler von Europa aufzubauen. Und ja, Sturm hat es bewiesen und jetzt wieder bestätigt im Endeffekt und das wird weiter wachsen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg in Österreich, wo du wirklich nachhaltig arbeiten kannst, beziehungsweise auch finanziell stabil dastehen kannst, wenn du weiterentwickelst für die große Bühne in Europa. Und dann bildet, glaube ich, der LASK sozusagen die Brücke von Sturm Graz zu den Wiener Vereinen. Warum ist der LASK deiner Meinung nach noch immer besser als Rapid und die Austria, zumindest was das Tabellarische der vergangenen Saison betrifft? Unglaubliches Potenzial, was in dem Verein steckt, mit den neuen Stadien jetzt auch die Spieler, die sie jetzt bekommen haben, die Art und Weise, wie sie dann einfach auch Fußball spielen wollen. Sie müssen es jetzt einfach auch wieder bestätigen, auch international. Aber ich glaube, was da die letzten Jahre entstanden ist, haben sie sich halt dann schon auch ein bisschen von den Wiener Vereinen abgehoben. Ne? Und zu Sturm Graz vielleicht auch noch kurz ein Wort. Die können einfach dort in Ruhe arbeiten, die können auch einfach Spieler holen. Wenn du natürlich jetzt als Spieler zum Wiener Verein gehst, wie Rapid oder zur Austria, ist da vielleicht ein bisschen mehr Druck. Wenn du nach Graz gehst, kannst du dort in Ruhe arbeiten. Ich glaube auch mit Christian Ilzer, den ich auch persönlich noch kenne von meiner Wiener Neustadtzeit, als Typ, wie er arbeitet, fußballverrückter, toller Trainer, der dann einfach auch den Spielern noch dieses letzte Äußerl mitgeben kann. Und funktioniert, ne? Funktioniert in Graz. Und es funktioniert. Oder in Wien nicht funktioniert. Ne? Und die Mannschaft ist auch erfolgreich. Dann glaube ich, ist es für jeden Spieler auch einfacher, sich dort einfach zu entwickeln und dann einfach auch den nächsten Step zu machen. Ne? Und natürlich, der hat wichtige Tore gemacht. 17 Mille oder 18 Mille wieder, ne? Mhm.
top. Kann man nur gratulieren. Schick hat letztes Jahr genau denselben Transfer gemacht. Ich glaube, für 1,5 Millionen Spieler geholt und für 18 verkauft nach 7 Monaten. Jetzt war der Spieler ein Jahr da. Also die Quote ist sehr, sehr gut gerade. Schauen wir uns vielleicht den Trainer vom LASK auch noch gemeinsam an, denn Didi Kübauer ist ja Geschichte. Thomas Sageder übernimmt jetzt das Zepter bei LASK Linz. Ein Typ, der vielleicht nicht so viel Charisma mitbringt, lieber Paul, wie man sich das vielleicht auf einer Cheftrainerposition erwarten würde. Glaubst du, dass dieser Kübauer-Effekt so ein bisschen verpufft, dass ein Didi Kübauer trotz seiner sehr, sehr exzentrischen Art ein paar Dinge vermissen lässt beim LASK in Zukunft? Ja, wir sind jetzt 2023. Neue Generation. Ich glaube, es gibt wenige Spieler, die noch mit Typen wie Kübauer umgehen können, sozusagen als Trainer. Es kommt auch darauf an, wie sich halt, ein älterer Trainer sozusagen auch auf die Jungen einstellt im Endeffekt. Ich glaube, das ist ein Grund, warum auch der Saki da gekommen ist, weil er ein junger Trainer ist, weil er die Sprache der jungen Spieler spricht. Sie haben jetzt auch große Kaderveränderungen gehabt, eben auch internationale Kaderveränderungen. Da ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man die gut abholt im Endeffekt. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von LASK, meiner Meinung nach eben mit dem ganzen Konzept, mit Infrastruktur, dass man da eine prominente Position in Österreich einnimmt, wo man ja Magnet ist für junge Talente und weiterverkaufen kann. Diese fehlenden Typen will ich vielleicht auch mal ansprechen, die vielleicht einer Fußball-Bundesliga auch so ein bisschen abgehen im Gegensatz zur Vergangenheit. Siehst du heranreifende, charakterlich wertvolle Typen oder ist es momentan so, dass einfach die Akademie junge Spieler so schleift sozusagen, dass sie eigentlich gar keine eigene Meinung mehr äußern können und dürfen? Deswegen bin ich jetzt Talentemanager unten im Burgenland. Ja, das schauen wir uns an. Dass wir da vielleicht wieder den einen oder anderen. Wie viel Zeit brauchst du? Machen wir gleich Zeit. Ja, 2 bis 3 Jahre. Schauen wir. Schauen wir. Hoffentlich gibt es die Sendung noch. Ne? Ich wollte jetzt mal schauen, ob die Sendung so lange durchhaltet. Ne? Nein, ich glaube, es ist auch immer schwierig, dann vor allem auch bei Mannschaften wie vielleicht eben auch bei Rapid Austria, wo es die letzten Jahre nicht so funktioniert hat, dass dann einfach sich dort auch ein Typ entwickelt. Weil wie willst du dann einfach auch als Spieler vorangehen, wenn du wenig Einsatzzeiten hast, ne? Vielleicht verletzt bist? Du musst dich halt einfach auch entwickeln und auch erfolgreich sein. Wichtig ist natürlich auch, wenn du nicht erfolgreich bist, und ich glaube, da war der Paul auch immer einer oder auch ich einer in einer Mannschaft, dass du dann trotzdem auch die Sachen, die wehtun, dass du die auch ansprichst, ne? Damit du wieder erfolgreich wirst. Ne? Und ich glaube, da ist es oft so, dass viele Spieler einfach so sich auf diesen Job beziehen, ich komme zum Training, ich komme zum Spiel und das war's. Ne? Aber es gehört einfach auch mehr dazu. Und deswegen bin ich gespannt, ob sich da bei den anderen Mannschaften wieder mal so ein Typ herauskristallisiert, der kann 20 sein, der kann 25 sein, der kann 30 sein. Er muss eine Meinung haben und die einfach im Training, am Platz, nach dem Platz, also nach dem Match, auch vor der Kamera, sich hinstellt und seine Meinung äußert, die er einfach hat und so, wie er das wahrgenommen hat und sieht. Und diese Floskeln, die immer wieder raushauen, ne? Ja, das wird dann auch irgendwann einmal fad. Ne? Auf Dauer. Kommen wir vielleicht nochmal zu den beiden Wiener Vereinen, die so ein bisschen tief stapeln in den vergangenen Jahren. Rapid hat jetzt auch gezielt gesagt, die Top 3 haben gerade Priorität. Ist das für dich ein Satz, der irgendwo Sinn ergibt aufgrund der letzten Jahre? Oder kann sich so ein Hauptstadtverein aus Österreich überhaupt leisten, zu sagen, die Top 3, wenn es was wird, ist schön, aber wenn nicht, dann ist es auch wurscht? Ja, ich glaube, das schon zu der Situation passt. Sie sind ja auch in einer mehr oder weniger Transformation, neues Präsidium, neue Bosse sozusagen, dann der Katzamek ist gekommen als Sportdirektor. Ich glaube, dass da eine Veränderung finden muss, muss man ganz ehrlich sagen, damit man in Zukunft wieder erfolgreicher werden kann. Ja, weil infrastrukturell und Fanbase-mäßig braucht man, glaube ich, eh nicht drüber nachdenken. Da ist eh Rapid top. Jetzt muss halt das Sportliche auch nachziehen, beziehungsweise die ganze Struktur und die ganze ich sage jetzt einmal Vision, beziehungsweise auch der Erfolg nachziehen, ganz einfach. Und da gehören halt Nägel mit Köpfe gemacht. Und für den Anfang ist sicher einfacher zu arbeiten, wenn man tief stapelt. Siehst du das ähnlich oder würdest du auch sagen, zumindest einer dieser beiden Vereine sollte zumindest den Top-3-Teams des vergangenen Jahres den Kampf ansagen? Oder ist das Tiefstapeln vielleicht auch gut für eine Entwicklung eines jungen Teams? Ich glaube, vor allem in Hütteldorf ist es gut, wenn du als Trainer und als Präsidium eher mal ruhig und tief stapelst, weil sonst sind schon die ersten Fangesänge nach 1, 2, 3 Heimspielen da, so auf die Art, wir erwarten uns mehr. Es ist schwierig, weil es braucht alles natürlich ein bisschen Zeit, aber bei Rapid dauert es schon ein bisschen zu lang. Und die anderen Vereine, die wir vorher angesprochen haben, Sturm Graz, LASK, sind einfach vorbeigezogen. Und das musst du einfach anerkennen. In der momentanen Situation ist es wahrscheinlich das Beste für den Verein, zu sagen, okay,
wir konzentrieren uns auf uns, wir wollen arbeiten, wir wollen was entwickeln auch, wir wollen was aufbauen, deswegen, wir wollen mit den oberen zwei, drei nichts zu tun haben. Wenn sie überraschen können, ist es natürlich gut für den Verein, das hofft natürlich auch jeder intern, glaube ich, aber jetzt rausposaunen, wir wollen jetzt um einen Titel mitspielen, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Abschließend vielleicht noch kurz vor der Werbepause, wer könnte denn der Saison überraschend oben dabei mitmischen? Glaubst du, Blau-Weiß Linz ist befähigt oder wird das jetzt einmal ein Akklimatisierungsjahr? Es kommt darauf an, meiner Meinung nach, wie man herangeht an die Sache. Ich bin ein Mensch, der ein bisschen auf Energie achtet bzw. auch schaut. Und ich glaube, da gibt es normalerweise eine Aufstiegs-Euphorie. Die wird meistens dadurch gebremst, dass man sagt, man hat nicht den richtigen Kader, nicht die richtigen Spieler. Das finde ich immer schade, weil normalerweise brauchst du nicht drüber nachdenken, dass du die erste Saison gut überstehst, wenn du mit dieser Aufstiegsenergie reingehst und sagst, hey, wir rocken jetzt einmal die erste Bundesliga. Aber das habe ich noch sehr selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie schaut da deine Perspektive aus? Austria Lustenau hat gezeigt als Aufsteiger, wie es funktionieren kann. Ist aber auch nicht immer der Fall, ne? Nein, aber natürlich bei Blau-Weiß Linz auch jetzt neues Stadion. Vielleicht, wenn sie einen guten Start haben, dann einfach auch frei darauf losspielen. Die Liga einfach auch annehmen. Ich glaube, die zweite Liga, Bundesliga, ist dann doch mal wieder ein anderes Kaliber. Aber wenn sie da gut reinstarten, können sie da einfach vielleicht wirklich eine kleine Überraschung sorgen. Aber ich denke vielleicht auch, der WRC könnte sich vielleicht auch wieder jetzt bessern. Mit dem Trainer jetzt eine gute Vorbereitung gehabt, dass sie da einfach auch stabil rauskommen. Die letzten Jahre immer wieder guten Fußball auch gezeigt. Ne? Ansonsten musst du einfach wirklich schauen, Alltag, die müssen aus ihren Fehlern in der Vergangenheit lernen, dass sie nicht gleich wieder von außen unten hinten drinnen sind. Ne? Schauen wir, neues Trainerteam dort auch im Vorarlberg. Also ich glaube schon, dass es gleich am Anfang, glaube ich, spannend sein kann. Und ja, ich glaube, dann nach den ersten 5-8 Runden kann man dann wirklich sagen, wer geht welche Richtung. Also ich sehe da keinen Unterschied, da muss ich leider dagegen sprechen. Ich sage jetzt einmal, die Aufstiegskandidaten, die 3-4 von der zweiten Liga, die können Minimum mitspielen mit den letzten 6-7 im Endeffekt. Also ich glaube, dass das da ziemlich eng beieinander ist und da geht es wirklich um die Herangehensweise bzw. um den Belief, um den Glauben, ja, kann ich da mitspielen oder kann ich nicht mitspielen. Ich bin der Meinung, dass da nicht viel Unterschied ist. Gibt es noch was hinzuzufügen? St. Pölten hat es leider nicht geschafft letztes Jahr, GRK bis zum Schluss auch nicht, die hätten sie eigentlich in eigener Hand gehabt. Ne? Ja. So ist Blau-Weiß Linz dann wirklich durch diese Tür durchgegangen, aber das stimmt schon, diese drei Mannschaften, wenn ich jetzt Blau-Weiß Linz, GRK und St. Pölten hernehme, haben die letzte Zweitligasaison schon dominiert und haben das sich abgehoben von den anderen Mannschaften, ja. Aber trotzdem hast du dann in der unteren Hälfte, glaube ich, in der zweiten Liga dann auch Mannschaften, wo die Qualität, glaube ich, nicht vom Kader, auch von der Dichte so heranreicht, dass du sagst, du kannst da, glaube ich, jeden Spieler, einen Bundesligisten fordern. Fakt ist, die Karten werden neu gemischt. Der Bundesliga-Auftakt erfolgt am Freitag mit dem Spiel zwischen dem LASK und Rapid. Bei uns geht es dann nach einer kurzen Werbepause etwas internationaler weiter. Wir beleuchten die Leistungen des österreichischen Nationalteams, blicken auf die restlichen Duelle, die im Herbst fortgesetzt werden, anlässlich der EM-Qualifikation 2024. Und im dritten Teil beschäftigen wir uns noch mit den Transfers in diesem Sommer. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Duells zwischen Paul Scharner und Stefan Meyerhofer. Wir haben uns bereits über den Bundesliga-Auftakt unterhalten, wollen jetzt aber auch ein bisschen Revue passieren lassen, was das österreichische Fußballnationalteam bewerkstelligt hat in der EM-Qualifikation. Im September geht es dann für Rot-Weiß-Rot auch weiter. Und Paul und Stefan waren natürlich auch früher Nationalspieler. Beginnen wir in diesem Fall jetzt einmal bei dir. Wir haben mit einem deutschen Trainer, glaube ich, sehr viel Qualität gewonnen durch Ralf Rangnick. Das hat sich auch in der Nations League im Spiel gegen Kroatien gleich mal gezeigt. Wie würdest du seine bisherige Performance bewerten in Schulnoten von 1 bis 5? 4. Oder? Ah, nein, falsch. Ich bin ja im Ausland gewesen jetzt. 2. 2 natürlich. War jetzt genügend wäre auch okay. Bist du? Normalerweise sagt man in der Schule, wenn du durch bist, gleich, bist du. Ne? Fertig. Das reicht ja genau für Gewinn. Es hat sich der Trainerwunsch vom Profil erfüllt, sozusagen, dass der Rangnick Trainer geworden ist. Ne? Der Geschossmann hat ihn gefordert und er ist gekommen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist eine gute Entscheidung, hat ja auch schon sein Statement abgegeben im internationalen Fußball.
Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, ob er Österreich als Plattform nehmen will, um sich in Deutschland zu präsentieren, weil ich habe auch intern gehört, dass er gerne deutscher Teamchef geworden wäre. Hat das ein Ralf Rangnick nötig, dass er das österreichische Nationalteam verwendet, um in Deutschland noch einmal zusätzlich seinen Namen in den Umlauf zu bringen? Also man muss mal eins sagen, dass den Kader, den wir jetzt an Spielern zur Verfügung haben fürs Nationalteam, war noch nie so gut, wie er jetzt ist. Deswegen ist die Arbeit von ihm, glaube ich, auch relativ einfach. Natürlich musste er noch mal durch die Qualifikation so gehen, wie sie jetzt gegangen sind. 4 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden, ist in Ordnung. Wenn der Paul das so gehört hat, dann kann man das, glaube ich, auch dann nachvollziehen. Er ist Deutscher. Wenn du für dein Land an der Seitenlinie stehen darfst. Aber umso schöner ist es natürlich, wenn er jetzt Österreich zu der Heim-EM in Deutschland führt als Teamchef und dann dort vielleicht für eine Überraschung sorgt. Das wäre mir natürlich als Österreicher viel lieber. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, bei der EM haben wir gezeigt, mit dem späteren Europameister Italien mithalten zu können, sind in die Verlängerung gekommen. Ist es auch schon ein Indiz dafür, dass sich die Mannschaft in den letzten Jahren noch mal weiterentwickelt hat seit der Ära Marcel Koller? Ja, natürlich. Mit den Spielen, mit den Erlebnissen steigt die Erfahrung. Bist besser vorbereitet. Das haben wir schon mehrmals im internationalen Fußball gesehen. Wenn man jetzt zum Beispiel Liverpool hernimmt, die haben das Champions-League-Finale verloren, das nächste gewonnen, wieder daraus gelernt, weitergemacht. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man gut und kontinuierlich weiterarbeitet für die Zukunft. Und ja, natürlich wäre mir das Liebste, wenn wir in Deutschland Europameister werden. Definitiv. Ne? Und es ist jetzt auch nicht böse gemeint. Es hat ja auch jeder seine persönlichen Ziele, beziehungsweise auch seine Visionen, persönlichen Visionen. Und Ralf Rangnick ist ja der, ich sage jetzt einmal, Erfinder, beziehungsweise auch der das Salzburg-Modell salonfähig gemacht hat. Der war da beim Start dabei und hat das neu aufgestellt. Deswegen ist es ja jetzt so erfolgreich. Und Christoph Freund war ja in der Kommission dabei, in der Sportkommission beim ÖFB. Und ja, da werden natürlich immer mehr die Stimmen laut geworden sein, dass wir da jetzt in diese Richtung gehen, weil wir ja viele Salzburg-affin, philosophiespielmäßige Spieler haben. Und das war, glaube ich, ein langes Thema beim Franco Foda, dass man das eben nicht einsetzt. Jetzt haben wir es, jetzt. Von Anfang hat es einmal funktioniert und es schaut auch so aus, dass in die Zukunft funktionieren wird. Schauen wir uns vielleicht mal noch ein Bild von David Alaba und Marko Arnautović an. Die beiden, die über 100 Länderspiele jeweils schon auf dem Buckel haben. Stefan, hat es von euch gemeinsam auch so ein nettes Foto schon mal gegeben? Oder? Von uns gibt es sicher mehrere nette Fotos. Ne? Zu den beiden Spielern kann man nur sagen, dass sie natürlich den österreichischen Fußball die letzten Jahre geprägt haben. Wir waren bei der Geburtsstunde von beiden Spielern dabei. Ja, deswegen. Nein, Spaß. Da muss ich aber dann auch wieder sagen, das hat damals ein Didi Constantini in die Wege geleitet, der einfach gesagt hat, ich hole diese jungen Spieler. Ich glaube, David damals 16 oder 17. 17, glaube ich, ja. Arnautović genauso. Bad Arzmersdorf war man, ne? Richtig. Erste Mal dabei. Genau. Und wo jeder gesagt hat, die jungen Spieler. Nein, das werden die Zukunft. Ja. Oder das ist die Zukunft von österreichischem Fußball. Und davon hat eigentlich jeder Trainer danach profitiert. Klar. Die Ergebnisse damals beim Didi haben nicht so gepasst, aber er hat natürlich den Spielern schon damals die Plattform gegeben. Deswegen stehen die jetzt beide da mit über 100 Länderspielen. Also das ist schon richtig gut, was die beiden auch die letzten Jahre auf Vereinsebene geleistet haben. Vor allem David mit seiner Zeit bei Bayern, jetzt da gleich im ersten Jahr bei Real die Champions League, jetzt da hat er den Cup-Titel geholt. Also der fährt trotzdem, egal wo es ist, seine Titel ein. Ich glaube, bei Marco war es so ein bisschen ein Rauf, ein Rauf, dann wieder ein Runter. Und jetzt ist er, glaube ich, auf seiner richtig guten Ebene in Italien, bei Bologna, mit seiner Familie dort angekommen. Und der, glaube ich, kann auch noch für uns in der Qualifikation ein ganz wichtiger Spieler sein mit seiner Art und mit seinen Toren. Er ist oft nicht ganz einfach, aber ich glaube, solche Typen brauchst du halt mittlerweile auch in einer Mannschaft. Und er ist auch für diesen Moment, dieses Spezielle, das hat er noch immer. Deswegen hoffe ich, dass er da einfach auch gesund und fit bleibt. Und dann kann er auf jeden Fall ein wichtiger Spieler sein von dieser Mannschaft bei der EM. Würdest du es auch sagen, trotz fortgeschrittenen Alters, dass ein Marko Arnautović auch in Deutschland noch zu einem wichtigen Goalgetter werden kann und auch ein David Alaba, hat er immer mit Kritik umgehen müssen in der Vergangenheit. Ja, und so alt sind sie jetzt auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen.
Also sie sind ein relativ jung Nationalspieler geworden. Aber ich glaube, dass jetzt, man kann nicht sagen, dass... David wird 31 und genau, Marco ist 32. ein 39er, 32, 33, also eh besten Alter. Ja. Ne? Also ich glaube, dass die schon noch einige Jahre auf den Platz bringen können, auf höchstem Niveau und auch von der Position. Ich meine, David Alaba spielt jetzt Innenverteidiger, ist nicht mehr so intensiv wie Außenverteidiger, genau, wo er ständig mit dabei war. Und ja, der Marco ist jetzt auch schon von der Persönlichkeit her so weitergereift, beziehungsweise auch vom Spielstil, dass er gewisse Qualitäten vorne hat, wo er nicht mehr so viel laufen muss im Endeffekt und weiß, wo er gehen muss, wo er nicht gehen muss. Ich glaube, da bringen sie schon noch einiges auf den Platz. Was in diesem Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, immer das Commitment für die Jungen. Entweder fordert man und fördert man die Jungen oder man macht es gar nicht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem in Österreich, eine große Herausforderung, dass man immer sagt, ja, schauen wir mal, kriegen wir da ein paar Minuten. Nein, entweder mache ich es richtig und voll und ganz. Das heißt, ich schaue mir das an und haue mir die Jungen gleich 3, 4, 5, 6 Spiele, 90 Minuten ein und dann kann ich erst sagen, hat er es drauf oder nicht und nicht sagen, ja, dann kriegst du da 20 Minuten, da 3 Minuten. Weißt du das selber? Da kannst du genau gar nichts ausrichten. Obwohl sie jetzt mit den Gerüsten, sie haben, kannst du natürlich den einen oder anderen Spieler immer wieder dazu holen, einbauen und ihm da die Möglichkeit geben, hineinzuschnuppern und dann einfach wirklich sagen, okay, nächstes Jahr, wenn der Kader nominiert wird, passt der Spieler dazu oder nicht. Ja. Ne? Aber jetzt, wenn die Ergebnisse passen und dann vielleicht der ein oder andere Spieler verletzt ist, angeschlagen, gesperrt, dann kannst du den einen oder anderen Spieler, jungen Spieler dazu holen, wo du sagst, der ist vielleicht jetzt noch nicht so weit, aber vielleicht in einem halben Jahr, 8 Monaten, 12 Monaten. Nein, es gibt ja den Perspektivkader, ne? Lehrgang jetzt wieder schon nächstes gut. Wochenende, beziehungsweise von Sonntag bis am 3. August. Mhm. Ich weiß ja ziemlich Bescheid, weil ja wer dabei ist, den ich kenne. Und ja, es war, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung, das auch zu machen, da immer wieder den Überblick zu haben in den jüngeren Jahrgängen im Endeffekt. Mhm. Eine ganz wichtige Position ist, glaube ich, auch die Torhüterposition. Und seit Robert Almer haben wir eigentlich keinen Einser-Tormann, wie man so schön sagt, mehr gehabt. Hier auf der Abbildung, die man sieht, Heinz Lindner und Alex Schlager, die sich die 4 Länderspiele aufgeteilt haben. Heinz Lindner hat begonnen, dann Diagnose Hodenkrebs, ehe Alexander Schlager dann gegen Schweden und Belgien übernommen hat. Wer ist für euch so die Nummer 1, Stefan? Beginnen wir vielleicht mal bei dir. Es gab noch einen Bachmann, der uns bei der Europameisterschaft 2021 durchaus zu begeistern wusste. Ein Patrick Benz, der jetzt bei Leverkusen als Zweierkohle engagiert ist. Siehst du nach wie vor ein bisschen ein Tormann-Problem, dass man keine klare Nummer 1 hat? Oder ist es mittlerweile ein Luxusproblem, wenn man 3 bis 4 ganz gute hat? Also erstmal gute Besserung, Heinz Lindner. Unglaubliche Diagnose in dem Alter. Ich hoffe, es geht ihm besser und er ist bald wieder am Platz und kann das ausüben, wofür er lebt. Im Schlager, den habe ich zu meiner Salzburg-Zeit als ganz jungen Spieler oben dabei gehabt, wo du schon gesehen hast, der ist ein bisschen anders, der traut sich was, der kann kicken, der ist auch als Tormann richtig gut. Hat sich dazu entschieden, vom LASK, wo er absolut Nummer 1 war, jetzt Salzburg zu wechseln. Der Salzburg-Torhüter ist jetzt nach Monaco gewechselt, deswegen glaube ich, war da schon was im... Also ich denke, dass er jetzt in Salzburg spielen wird und wenn er in Salzburg die Nummer 1 ist, dann ist er auch fürs Nationalteam die Nummer 1. Wer dann noch nachrückt, wer jetzt noch kommt, wo man sagt, okay, Bachmann hat das gut gemacht damals, aber so eine richtig klare Nummer 1, wie du gesagt hast, haben wir jetzt nicht. Aber wenn er in Salzburg jetzt Woche für Woche seine Einsatzminuten bekommt, dann sollte er auch im Nationalteam spielen, meiner Meinung nach. Weil er ein wirklich guter Tormann ist, vor allem fußballerisch auch, für dieses System, was der Ralf spielen lassen möchte. Und von der Körpergröße, wir waren beide in England, er spielt nicht in England, in England ist er zu klein. Ich glaube, Fabian Barthez damals bei Manchester hat das recht gut gemacht, war halt ein anderer. Aber da sage ich vielleicht für einen Torhüter ab 1,90. Und da ist er halt nicht so der, wo ich sage, der steht drinnen und der fischt die Bälle runter. Auch im, weiß nicht, Manuel Neuer. Es ist immer Manuel Neuer, an den kommt man nicht vorbei. Das ist für mich ein Torhüter, der einfach alles mitbringt. Den haben wir momentan auf österreichischem Niveau nicht. Aber wenn einer spielen sollte, dann wäre das für mich Schlager, wenn er in Woche für Woche seine Einsatzzeiten bei Salzburg bekommt. Paul, du hältst die violette Fahne hoch für Patrick Benz und Heinz Lindner oder kannst du dich auch nicht wirklich entscheiden, wer für dich der beste Handschuh sozusagen ist? Ja, ich sehe jetzt auch einen Schlager. Eigentlich mit leichten Vorteilen, eben auch jetzt mit der Situation, dass eben der Einser Kohle weggegangen ist für Salzburg und er wird sicher die Nummer 1 übernehmen. Und da wird jetzt im Moment kein Weg an ihm vorbeigehen, mehr oder weniger. Und ja, Heinz, natürlich alles Gute, auch von meiner Seite gute Genesung und dass du schnell wieder zurück bist und wieder voll fit bist. Ich glaube, ja, sie werden da eh immer wieder mit dabei sein, beziehungsweise das Backup sein und man weiß eh, im Fußball passiert ja
ziemlich viel immer in kürzester Zeit. Man muss halt dann die Chance nutzen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, weil, wenn ich mich da zurückerinnere, ich glaube, die letzten 2, 3, 4 Jahren haben wir jetzt immer wieder einen Wechsel drinnen gehabt. Ne? Da hat sich wirklich keiner so richtig etabliert. Mal schauen, ob es jetzt den Schlager gelingt. Aber selbst diese Dorman-Rochade hat uns eigentlich nicht aus dem Konzept gebracht. 10 Punkte nach 4 Spielen in der EM-Quali ist, glaube ich, schon mal so ein richtiger Step in Richtung EM 2024. Zu wie viel Prozent siehst du uns schon dort und was hat Österreich besonders gut gemacht in diesen ersten 4 Spielen? Ist ja nicht verloren. Das ist mal das Wichtigste. Ne? Auswärts da in Belgien, wir haben selber damals in Belgien gespielt, 4-4. Sie haben auch einen Punkt gemacht, die Art und Weise wie. Und ich glaube, die anderen Spiele waren dann einfach vom Spielerischen her schon gut. Gegen Schweden dann hinten raus, das Ergebnis dann einfach auch noch wirklich gemacht, die Tore gemacht, haben die Punkte eingefahren. Das steht über allem. Sie sind einfach mit 10 Punkten jetzt einfach wirklich vorne und machen das sehr gut. Ich sehe da jetzt, da, wie viele Prozent, du musst die anderen Spiele erst spielen. Ja, aber die Tatsache, dass sie eben zwar fix qualifizieren und der dritte, glaube ich, off spielt, ja, das ist schon sehr hoch, dass wir schon bei 90% sind, weil du ja auch in der positiven Spirale drinnen bist, eben mit diesem Start. Der Druck ist nicht mehr so, wie genau, früher war, nur der erste steigt genau auf, zweite ja, Qualifizierung, genau, also die ersten genau, zwei Plätze, das ist schon... Ja, wie setzt ihr diese Thematik, dass eben dieses Konzept der UEFA angepasst wurde, dass immer mehr Mannschaften... 15 Jahre später. Ja, genau. 15 Jahre später. Ja, das wirft den der UEFA vor, sozusagen, ja, der FIFA, dass das viel zu spät kommt, natürlich. Ja. Schade, weil sonst hätten die vielleicht auch bei einem Großereignis noch sein können, weil die Qualität damals war auch schon da. Ja. Aber du hast natürlich immer einen Kracher bei dir drinnen gehabt mit, in Frankreich war es damals, ja, genau, und dann eben auch Belgien, wo du einfach sagst, da kommst du nicht... Am Tabellenplatz 1. Dann spielst du als Zweiter schon Playoff, ne? Genau. Das ist halt das gegen Kroatien oder keine Ahnung, wer es damals noch war. Und das war halt einfach zu unseren Zeiten, damals, ne? Wir sind ja auch schon beide grau, ne? Ganz anders. Und da ist das System jetzt auf jeden Fall einfacher. Einfacher, ja, aber gerechtfertigt. Soll es nicht irgendwie ein Privileg sein, sich für sowas Großes zu qualifizieren? Weil im Prinzip ist jede zweite Mannschaft in Europa schon fast eingeladen. Ja, schon. Schon. Ja. Finde ich schon, dass das ein bisschen überzuckert wird mittlerweile, dass man wirklich eben schaut, wo kann man nur eine neue Wettbewerbsform herauszaubern, ja, dass man nur mehr Spiele spielt oder dass man qualifiziert ist. Ist verwässert ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man nachdenkt, wo man gestartet ist bei der Champions League, bei dem Meister Cup sozusagen, ja, wo nur 16 Mannschaften insgesamt, glaube ich, dabei waren, das war halt dann schon was anderes, ne? Ja, ganz ehrlich sagen. Ein bisschen der Flair fehlt vielleicht, aber trotzdem ist es natürlich für den einzelnen Spieler oder für die Nation dann schön, wenn du dabei bist, ne? Keine Frage. Das auf jeden Fall. Der arabische Flair, den werden wir nach einer kurzen Werbepause besprechen, denn die Saudis kaufen sich zahlreiche Altstars aus den Top-Ligen auf europäischer Ebene, wie Paul Scharner und Stefan Meyerhofer darüber denken und inwiefern sich auch Marcel Sabitzer in Dortmund durchsetzen kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Bis Anfang September ist das Transferfenster in Europa geöffnet und bis dato haben sich schon sehr viele Stars aus Europa nach Saudi-Arabien verabschiedet. Damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Duell auf Krone TV. Unser letzter Themenblock mit Stefan Meyerhofer und Paul Scharner beschäftigt sich genau mit diesen exotischen Transfers. Stefan, jetzt habe ich schon mal angesprochen, Saudi-Arabien ist in aller Munde. Cristiano Ronaldo hat da einiges ausgelöst. Namen wie Karim Benzema und Co. sind nachgezogen. Wie viel Nachvollziehbarkeit steckt in dir drin, wenn du solche Transfersummen und Gehälter liest? Es ist einfach unglaublich. Ich habe vor ein paar Jahren einmal so ein Angebot bekommen. Da waren ein paar hunderttausend drinnen, was auch schon viel Geld gewesen wäre. Die haben sich dann für einen Brasilianer entschieden. Aber jetzt, also wenn wir da von Summen sprechen mit 100, 200 Millionen Jahresgehalt, das ist einfach unglaublich. Und das verfälscht dann einfach auch den Fußball, weil viele dann einfach wirklich glauben, wenn du Profifußballer bist, verdienst du einfach so viel Geld. Und bei uns in der Bundesliga spielt ein Durchschnittskicker mit 3, 3,5 brutto. Also das ist einfach schon unglaublich, ne? Und die Saudis können sich halt das leisten, wollen da einfach mit aller Macht Aufmerksamkeit und wollen die besten Spieler. Und momentan funktioniert es und sie bekommen eine wirklich sehr hohe Anzahl von sehr, sehr guten Spielern, die eigentlich noch in einem guten Alter wären. Aus der Premier League, aus Spanien, Italien, also die wechseln jetzt wirklich alle runter. Aber natürlich, wenn du für 1, 2 Jahre so viel Geld bekommst,
dann musst du es fast machen. Ne? Schauen wir uns vielleicht auch mal ein stellvertretendes Bild an von Edouard Mondy, der aktuell bei Al-Ahli unter Vertrag ist, mit Chelsea noch die Champions League gewonnen. Er hat auch in einem perfekten Fußballeralter. Paul, was sagt dir das, wenn ein unter 30-jähriger Torhüter sich frühzeitig schon in die arabische Wüste verabschiedet, um Millionen zu schöffeln? Ich weiß nicht, ob Sie Nietzsche kennen. Den würde jetzt da so frei zitieren mit zuerst das Fressen und dann die Moral. Ich weiß nicht, ob das da noch einspielt, weil ob ich jetzt 200 Millionen am Konto habe oder 400 Millionen, glaube ich, das ist auch schon wurscht. Ja, ich sehe die Entwicklung sehr skeptisch sozusagen. Ob das da ja, die richtige Entwicklung nimmt, der Volkssport Fußball, dass er sich so abhebt, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich möglicherweise in Zukunft irgendwann einmal nur mehr die Rechnung präsentiert kriegen. Ich bin enttäuscht vom Ronaldo, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er war schon immer wieder ein Vorbild. Ich bin ja öder sehr. Ich war vielleicht sein Vorbild. Nein. wie hart, dass man trainieren kann. Du hast gegen ihn gespielt, ne? Natürlich, ja. Bei mir, da gehört Wiener Ring ein Wechsel. Jetzt tendiere ich eher zum Messi, weil der sagt, ich meine, der wird wahrscheinlich minder, weniger kriegen, sage ich jetzt einmal, in Amerika. Aber er lebt immer in Miami. Ja, genau, richtig. Aber jetzt da, natürlich heißt immer, wir haben keine politische Verantwortung an der Oberfläche oder als Superstar. Also, Da bin ich schon stark am Hinterfragen, ob der jetzt da noch weiß, was er redet, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man vor allem auch diese WM 2022 in Katar hernimmt, wo sämtliche Dokumentationen im November noch gelaufen sind, um darauf aufmerksam zu machen, wie die Situation vor Ort ist, wo auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau ein anderes ist, als wir in Europa gewohnt sind. Glaubst du trotzdem, dass der Fußball eine Chance sein kann für solche Gebiete, um ein bisschen westlicher zu werden, ein bisschen neutraler zu werden, um vielleicht auch gewissen Leuten im eigenen Land die Augen zu öffnen? Die Frage ist halt dann einfach wirklich, unten in den Stadien, dürfen die Frauen auch dort rein, dürfen sie sich das verfolgen, dürfen sie sich das anschauen. Ich glaube, ich war noch nie in Saudi-Arabien, ich glaube, da im ganzen Land unten gibt es ja auch keinen Alkohol. Ne? In den Stadien wird natürlich grundsätzlich immer auch alkoholfreies Bier ausgeschenkt, aber ist dann das sowas auch erlaubt oder nicht? Ja? Wie sind die ganzen Reformen da unten? Ja? Die Spieler, die Hitze, die werden nur wahrscheinlich am Abend irgendwann mal trainieren. Ne? Die haben ein ganz anderes Leben, die leben dann alle irgendwie eingeschlossen in so Wohnanlagen. Das ist ja dann auch kein freies mehr Leben. Ich meine, er hat damals bei West Bromwich gespielt und wir haben uns getroffen in Birmingham gemeinsam, sind am Nachmittag shoppen gegangen, waren was essen, haben uns austauscht, haben 4-5 Stunden verbracht. Und das ist ja da unten, glaube ich, gar nicht gegeben. Du fährst wahrscheinlich von deiner Anlage zum Trainingsplatz und dann wieder zurück, mit Chauffeur wahrscheinlich, weil du dort im Verkehr, keine Ahnung. Also das normale Leben geht dort einfach verloren. Und das, glaube ich, kann man mit keinem Geld der Welt jemanden. Also ich habe immer Spaß darüber gesagt, meine östlichste Grenze ist Wien. Weiter gehe ich nicht. Und das habe ich eingehalten. Also ich habe mir das wirklich auch nie vorstellen können, ja, eben in den Nahen Osten zu gehen oder so irgendwas, weil grundsätzlich spiele ich jetzt nicht Fußball bzw. über dem Sport aus oder bin im Team, damit ich die horrenden Summen verdiene, sondern weil ich das Spiel liebe und die Atmosphäre und das Drumherum. Und da ist ja das Mutterland des Fußballs ja das beste Beispiel bzw. eine Grundlage, die will man halt nicht missen. Und wenn man dort jetzt hingeht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das da annähernd irgendwas mit dem zu tun hat im Endeffekt. Und da wäre ich jetzt von meiner Seite auch bereit, ja, auf das Geld zu verzichten, weil das eben mit normalem Leben nichts mehr zu tun hat. Ich hätte gedacht, das ist schon so ein bisschen Werbegag. Er geht nach Saudi-Arabien, spielt dort 3-4 Monate, casht voll ab, genau. Und im Sommer schlagt er bei Newcastle auf, weil die haben sich qualifiziert für die Champions League und der will einfach noch Torrekorde brechen und die meisten Tore in der Champions League, wo er eh vorne ist. Messi will ihn jetzt nicht mehr überholen, weil der in Miami spielt, ja. Aber dass er da einfach nochmal gesagt hat, er möchte, weil es vielleicht auch in England bei Manchester am Schluss nicht so funktioniert, noch einmal auf der Insel zeigen, dass er noch wirklich gut genug ist. Und dass er das jetzt nicht macht, dass er sich da unten irgendwie so glücklich fühlt. Ja, und als Testimonial eigentlich herholt.
diese saudische Liga sozusagen zu promoten und die wichtigste zu machen, die es auf der Welt gibt. Ich meine, natürlich, ein Mittelpunktmensch war er schon immer. Ja. Ein anderer, den ich auch noch ins Boot dazu nehmen wollen würde, ist Karim Benzema. Auch da haben wir ein Foto vorbereitet von seiner Vertragsunterschrift bis 2026. Ich glaube auch einer der prägendsten Stürmer der vergangenen Jahre. Also jetzt auch im Spätherbst seiner Karriere, das muss man sagen, mit 36 Jahren jetzt dorthin verabschiedet. Paul, hat sich so eine Gegend vielleicht auch eine Chance verdient, solche Stars bei sich spielen zu lassen, um auch die eigene Liga aufzuwerten? Was spricht, abgesehen von Menschenrechts, nicht konform einhalten? Nein, also für normale Gehälter von 50.000 im Monat, gerne. Kann jeder runtergehen, definitiv. Aber das hat er mit dem, die wollen ja die Dings nicht promoten. Also für sich, der Fußballer selber will jetzt da die Gegend nicht promoten. Der will das Cash. Und das war es dann im Endeffekt, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich hat jeder sein Recht, neue Errungenschaften sozusagen einzuführen in sein Land. Aber ich bin da halt äußerst skeptisch, dass das jeder so unterstützt, so wie sie sich vielleicht das vorstellen. Und alles erkaufen zu wollen, da bin ich kein Freund davon. Trotzdem, wie attraktiv könnte die Liga jetzt werden angesichts der Transfers? Es gibt Al-Hilal, es gibt Al-Ali, es gibt Al-Nasr und Al-Ittihad, die sich jetzt wahrscheinlich zu viert die Meisterschaft ausmachen werden. Glaubst du, ist das ein Produkt, was in Europa auch irgendwo Interessensvertreter hat? Oder geht das Projekt komplett unter und man verfolgt es halt ein bisschen am Rande mit? Wenn das Sky bei sich mit reinhaut oder ihr auf Krone TV, da sagt ihr, ihr zeigt das Spiele live her. Ja, genau. Warum nicht? Ne? Ich weiß nicht, ob ich Co-Kommentator sein kann. Also genau so ist es. Nein, ich glaube, der Fußball, so wie jetzt momentan in Europa auch gestaffelt ist, ist eh schon in Übermaß da. Ne? Dass du einfach Montag da Fußball hast, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag internationaler Fußball, Freitag geht es dann wieder bei uns, zweite Liga Deutschland und. Also du bist dann eh mit dem Produkt Fußball die ganze Zeit konfrontiert. Und dass ich jetzt sage, ich schaue mal da unten ein Spiel an, ja, du siehst vielleicht dann irgendwo auf Facebook, Instagram irgendwelche Highlights, dann schaust du das an, aber mehr wie ein paar Minuten würde ich dem dann auch nicht schenken. Ja, wie schaut es bei dir aus? Was glaubst du, also nicht nur was deine eigene Meinung betrifft, sondern auch Österreich und Europa übergreifend, glaubst du, dass das Produkt Interessensgruppen hat in Europa? Ja, ich meine, Highlights-Video geht rüber, überall, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auch das neue In-Produkt, weil die Jungen können sowieso keine 90 Minuten mehr zusehen, im Endeffekt, weil sie die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr haben. Ich denke, natürlich profitieren sie jetzt von den Stars, ganz klar, weil die haben ja auch Millionen Fanbase. Wenn man Ronaldo hernimmt, der hat ja 200 Millionen hinter sich. Ist ja dann relativ einfach, dass man da gleich mal einen großen Markt hat im Endeffekt. Und Benzema wird jetzt da nicht so viel weniger haben. Und die schauen halt da drauf. Und sie wissen auch, deswegen kommen ja auch dann diese Preise zustande, beziehungsweise diese Verdienstmöglichkeiten, weil die das jetzt nutzen wollen für sich, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie nachhaltig das ist, werden wir dann eh sehen, ne? Wer dann wirklich hingeht. Weil, wie gesagt, das zum Angreifen, das kriegst du halt nur in England, Deutschland, Spanien, Italien. Genau. Das war's dann schon. Der bisherige finanzielle Gipfel könnte aber mit der Verpflichtung von Kylian Mbappé erreicht werden. 300 Millionen Euro werden da teilweise getitelt, dass sogar Al-Hilal hinblättern wollen würde. Was sagst du generell auch zu Kylian Mbappé, seiner Entwicklung, auch was die Persönlichkeit betrifft? Hat oftmals, glaube ich, so ein bisschen diesen Vorsatz, dass er ein bisschen zu arrogant rüberkommt, trotz seines jungen Alters? Ein Top-Spieler, bringt alle Anlagen mit, Schnelligkeit, Schusstechnik. Weltmeister in sehr jungen Jahren, jetzt hat er die französische Liga dominiert, Jahr für Jahr, natürlich in der Mannschaft, wo er ist, kein großes Problem, aber wenn er sich da jetzt auch, keine Ahnung, er hat noch ein Jahr Vertrag mit den Verträgen, was sie da machen, hin und her, aber natürlich, wenn der Verein sagt, wir würden das Geld kriegen, PSG, fliegt er runter, hört er das an, aber wenn er mit 23, glaube ich, ist er, dort runtergehen würde, das würde ich nicht verstehen, weil er ist französischer Nationalspieler, ist auf dem Top-Level gerade. Ja, und er hat die Champions League noch nicht gewonnen. Ich wollte gerade sagen, und international hat er ja bis auf den... Er ist Weltmeister, ja, aber keine Champions League, Europa League etc. Und ich bin schon der Meinung, dass er die
den Anspruch an sich hat, dass er sich auf die Stufe von Ronaldo und Messi spielt. Mhm. Und das wird er halt nicht in Saudi-Arabien, bewerkstelligen können, muss man ganz ehrlich sagen. Weil, ja, vielleicht kaufen sie die Champions League ein, weiß man nicht. Aber wann das wirklich zustande kommt, dann kann ich mir das vorstellen, dass das nur so eine Überbrückung wird für ein paar Monate und dann wird er wieder zurückkommen, weil ich bin der Meinung, dass er noch die Mission hat, der Beste zu werden. Weil was will er auf der anderen Seite noch erreichen? Also er ist Weltmeister, mit so jungen Jahren hat er schon so viele Ziele erreicht und da gibt es eigentlich nur noch das eine Ziel, besser zu werden als die gemeinsam zusammen, der Messi und der Ronaldo. Mhm. Da kommen wir gleich zu Lionel Messi, der übrigens auch gewechselt hat, sich nicht für den arabischen Raum, sondern für Inter Miami entschieden hat. Auch da haben wir stellvertretend ein Jubelfoto vorbereitet. Ihr habt sicher beide das Freistoßtor von ihm gesehen im ersten Spiel. Ja. Hat gleich mal seine Qualität vorblitzen lassen. Habt ihr da mehr Verständnis dafür, wenn Altstars nach Amerika gehen, um den amerikanischen Markt nochmal aufzuwerten? Ich glaube, allein von der geografischen Lage her, Miami, Argentinien im Flieger, ich glaube, er ist schneller in der Heimat wie jetzt von Arabien oder von Spanien. Noch dazu, ich glaube, dieses Produkt, was da gerade auch ein David Beckham mit Inter Miami gerade macht, ist schon richtig gut. Also die Spieler, die er gerade alle jetzt da bekommen hat, das ist dann schon wirklich Qualität. Und dann ist Amerika jetzt einfach nochmal eine andere Hausnummer wie jetzt Arabien. Also der war ja, wie gesagt, jetzt seit 2 Wochen in Miami, ist angekommen, geht ins Supermarkt einkaufen und dann wird er halt gerade einmal erkannt, aber er kann sich dort einfach auch frei bewegen. Ne? Schauen wir, wie lange, ja. Aber dort sind ja Stars ohne Ende. Also ich glaube beim Spiel, egal wer das war, Kim Kardashian, LeBron James, also da waren ja auch unglaubliche Namen dort, haben sich das Spektakel angeschaut und dass er natürlich dann... Und da ist er im wahrsten Sinne des Wortes ein kleiner Fisch, ne? er ist ein Fußballer, er ist ein Fußballstar, er ist Weltmeister, er ist Lionel Messi, ja, aber da rennen halt andere Kaliber auch noch herum, ne? Und von dem her, glaube ich, kann er sich dort einfach mit seiner Familie anders bewegen, anders leben, wie jetzt eben vielleicht in Saudi-Arabien. Und ich glaube, wie gesagt, er ist näher an der Heimat wieder mit Argentinien, dass er da einfach daheim ist. Ne? Mhm. Wo siehst du die MLS von der Attraktivität her auch? Wir wissen, ein oder andere Österreicher wie ein Andi Ivancic oder auch ein Christian Fuchs haben dort ihre Zelte aufgeschlagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt der Inter Miami wieder was angestoßen hat in Amerika. Ich glaube, ja, die haben ja da schon sehr restriktiv sich da positioniert mit Superstars und wie viel zahlen wir dann über den Gap sozusagen. Salary Cap und mit so. Salary Cap und so. Und ich glaube, dass das schon nochmal vielleicht neue Modition jetzt da gibt für die Zukunft und dass das auch die Entwicklung im MLS-Soccer sozusagen weiter forciert. Ja, dann sind wir Saudi-Arabien und die MLS abgeklappert. Zu guter Letzt, 2 Minuten haben wir noch. Marcel Sabitzer ist bei Borussia Dortmund. Also eine tolle Aufgabe für jenen Mann, der jetzt beim FC Bayern nicht mehr gebraucht wird, weil er durch Konrad Leimer mehr oder weniger ersetzt wird. Stefan, was trauen wir dem Herrn Sabitzer zu? In gut, Schwarz-Gelb guter, kann er guter den ersten Fußballer, Meistertitel garantieren? Der einfach bei Leipzig zu Recht auch Kapitän dort war, Leistungsträger war, hat sich dann natürlich auch erhofft mit dem Wechsel zu Bayern, dass er um Titel mitspielt. Trainerwechsel, das halbe Jahr jetzt auf der Insel, bei Manchester dann leider Verletzung auch drinnen gewesen. Aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, bei einem Verein wie Borussia Dortmund zu spielen, Woche für Woche oder jedes zweite Wochenende für über 80.000 Zuschauern, dann ist das nochmal so ein richtiger Kribbelmoment. Ne? Von der Qualität her hat er die Qualität, dass er dort den Abgang von Bellingham, glaube ich, ersetzen kann. Nicht 1:1, aber er ist schon so ein Spieler mit Aggressivität, mit Dynamik nach vorne. Torgefährlich ist er, von dem her, ich wünsche ihm eine verletzungsfreie Saison. Dann kann er, glaube ich, mit Dortmund wirklich vielleicht den Bayern Paroli bieten. Wird er der berühmt-berüchtigte Regisseur im Mittelfeld, wie er im Bilderbuch steht? Ja, ich glaube, deswegen haben sie ihn auch geholt, weil ein Bellingham, der 20 ist, oder? Zu ersetzen mit einem 29-Jährigen, da werden wir sich schon einiges erwarten, sozusagen, dass er dort die Stabilität reinbringt und möglicherweise eben die Meisterschaft zu Ende spielt. Ne? Mhm. Also dann wirklich nicht am letzten Tag die Meisterschaft verliert. Jetzt haben wir wirklich noch mal eine halbe Minute, aber Harry Kane bei Bayern ist ja auch ein Thema. Wie wahrscheinlich ist es, dass der in München auftaucht? Hoffentlich. Also für Bayern und für die deutsche Bundesliga wäre es ein Riesengewinn. Mir gefällt dieser Spieler, der richtig Qualität hat und ich glaube, der könnte bei den Bayern genau dieses i-Tüpfelchen ausmachen, dass sie nächstes Jahr um die Champions League mitspielen. Harry Kane und Bayern München, wie hört sich das an bei dir, Paul? Schräg. Weil nicht viele Engländer nach Deutschland gehen, aber ja, war mal ein Anfang sozusagen, dass möglicherweise mehr Engländer nach Deutschland kommen.
Lass uns überraschen. Paul und Stefan, besten Dank auf jeden Fall. Tolles Debüt vom Duellsport hier auf Krone TV. Wir melden uns natürlich nächste Woche wieder zurück mit drei weiteren Kernthemen, die wir dann in die Einzelteile zerlegen. Und die beiden Herrschaften werden sich auch dementsprechend darauf vorbereiten, dass es eine hitzige Diskussion wird. Bis zum nächsten Mal.